5 Spiele, die von 2 Leuten gespielt werden und nur einer wird als glücklicher Gewinner herausgehen. Das alles und noch viel mehr in unserer kleinen Game 2 Geschicklichkeitsolympiade. Ja, und damit herzlich willkommen zur 3. Ausgabe von. Haben wir da überhaupt schon einen Namen für? Game 2 macht? Game 2 zockt? Ja, wir haben ja jetzt gerade so einen Arbeitstitel. Ich weiß aber nicht, ob ich den schon nennen soll, ob wir den nachher wirklich nehmen, aber. Ready Player 2? Oh. Ihr habt es hier zuerst gehört. Ja, ist gerade Arbeitstitel. Mal schauen, ob wir es wirklich dann noch umbenennen, aber mal schauen, mal schauen. Wir werden sehen. Was wir aber auf jeden Fall wissen, ist, was wir heute machen werden. Und zwar, ich habe es ja gerade schon angeschnitten, eine kleine Geschicklichkeitsolympiade. Ich habe uns 5 Spiele rausgesucht, die wir nacheinander gegeneinander spielen werden, die, ja, ich sag mal, verschiedene Teilbereiche der Geschicklichkeit von uns testen werden. Das kann mal Hand-Augen-Koordination könnte sein. Es könnte aber auch Reaktionsgeschwindigkeit sein. Alles solche Sachen. Und deswegen würde ich sagen, Matthias, wie schätzt du deine Geschicklichkeit ein? Fühlst du dich bereit? Mehr oder weniger. Also, der Ferne, um die Ausreden direkt mal anzufangen, du hast ja alle Spiele rausgesucht. Es war so klar, dass das kommt. Du hast die natürlich auch getestet und entsprechend vorbereitet. Also, ich habe heute natürlich, ich glaube, insgesamt 10 Minuten für alle 5 Spiele mal aufgewandt. Insofern habe ich das schon mal aus dem Weg. Aber ansonsten bin ich leider auch etwas recht müde, weil ich aber auch dumm bin und so viel Pokémon spiele. Aber das sind alles nur schon mal die Ausreden. Nö, ich krieg das schon hin. Ich bin ja auch eigentlich gut mit so kleinen Fizzeldingern, insofern ich mach dich fertig. Ja, okay, alles klar, Kampfansage ist raus. aber ich muss auch dazu sagen, zu meiner Fairness, ich habe die auch alle nicht so mega viel gespielt. Ich habe natürlich, um das jetzt für hier vorzubereiten, alle mal ein bisschen ausprobiert, wie man es denn spielen könnte, wie man es denn angehen könnte. Und auch ein bisschen, ja, so ein paar, zum Beispiel bei einem Song ein paar Lieder freigespielt, dass wir auch überhaupt was zu spielen haben. aber ich habe mir Mühe gegeben, die Voraussetzungen so fair wie möglich zu gestalten und auch dafür zu sorgen, dass. Ja, dass es Spiele sind, die man halt relativ schnell erfasst hat, wofür man nicht viel üben muss, um zu verstehen, wie es geht, damit es dann auch relativ fair ist. Gut, aber ich würde sagen, wir haben wahnsinnig viel vor. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob wir alle 5 Spiele schaffen. Wir werden sehen. Ja. Wahrscheinlich nicht. Machen wir uns nichts vor, wahrscheinlich nicht. Aber ja, noch nächste Woche oder so und dann mal gucken. Genau. Auf jeden Fall habe ich nämlich zu jedem Spiel noch eine kleine, ja, man könnte fast sagen, Minimatz vorbereitet, damit ihr wisst, auf was ihr achten müsst, damit wir wissen, was überhaupt passiert. Und Spiel 1 fangen wir direkt mit an, wir haben wenig Zeit. Und zwar wäre das Lonely Mountains Downhill. Wir beginnen mit Lonely Mountains Downhill. Um das kurz zu beschreiben, Trials auf Mountainbikes. Das Ziel ist also simpel, so schnell und unfallfrei wie möglich den Berg herunterbrettern. Auf dem Weg dürfen wir zwar beliebig oft an den einzelnen Checkpoints neu starten, pro Sturz werden in der Endabrechnung aber 5 Sekunden auf die gefahrene Zeit addiert. Am Ende zählt der Beste aus 3 Versuchen, Hals- und Beinbruch. So sieht's aus. Lonely Mountains Downhill. Jetzt ist nur die Frage, wer fängt an? Sollen wir es ausschnicken oder hast du eine bessere Idee? Ja, lass uns ausschnicken. Okay, ein Versuch. Okay. Ganz klassisches Schnickschnackschnuck, ohne Brunnen. Ohne Brunnen. Wer spielt den Brunnen? Ja, was weiß ich, aus welcher Gosse du kommst und welche Straßenregeln man da spielt. Okay. So reden wir. Okay. Gut, einmal Schnickschnackschnuck. Schnickschnackschnuck. Ja. Okay. Stein verliert nie. Du darfst jetzt aussuchen. Ich darf aussuchen. Fang du mal an. Okay. Ich schau mir dann die Strecke erstmal noch bei dir an. Ja, das ist ja dann fange ich an. Und um deine Ausreden hier mal direkt ein bisschen wieder runterzuschrauben, ich habe extra eine Strecke freigespielt, die ich selber noch nicht kenne. Also, das ist eine Strecke, die bin ich auch noch nie gefahren. Deswegen, wir schauen mal. Du kannst am besten mal mitschreiben, wie oft ich mich auf die Fresse lege. Ah ja, da können wir das, mache ich Strichliste. Denn es gibt ja 5 Strafsekunden pro Sturz. Ob der Zettel dafür reicht, ist die Frage. Ja, ich denke, er wird so gerade reichen. Mach kleine Striche. Gut, wir fahren nämlich die Sonnenallee. Entdecker. Kein Zeitdruck. Auf, merken, Grasshopper-Bike, ne? Nicht, dass du Grasshopper? Dies ist noch gar kein anderes freigespielt. Nein, also okay, kann auch gar nichts passieren. Oh, ey, ich bin jetzt schon gefrustet, ne? Ey, es ist jedes Mal schlimm. Okay. Ist die Frage, ob du 5 Spiele durchhältst. Das ist die andere Frage. Okay. 3, 2, 1, ich fahr los. Und ich bieg direkt falsch ab. Okay. Hier, da kann man abkürzen. Oha. Boah, das war gut. Mit A kann man natürlich sprinten. Und ey, ich bin jetzt schon hin und her gerissen, weil natürlich eine Abkürzung sehr viele Sekunden sparen kann. Sie kann aber auch, wenn man so 5-mal versucht und sich jedes Mal auf die Fresse legt, im Endeffekt einfach nur 25 Strafsekunden in dem Fall anbringen. Da war schon mal Checkpoint 1. Alter, okay, so schnell wie du bist, bin ich nachher in Zugzwang. Also insofern muss ich die Abkürzung nachher nehmen, sonst habe ich ja gar keine Chance, wenn das so weitergeht. Alter, Baum! Da war ein Baum im Weg.
Kann man hier runter? Schon mal Entschuldigung in der Tonregie, es könnte sein, dass Chris zwischendurch ein bisschen laufen kann. Kann man nicht. Oh Gott. Okay. Ich bin mir... Boah, hier oben kann man lang bestimmt. Bitte, bitte, schaff's. War das klug? Ich weiß es nicht. Fährst du rückwärts? Nee, er ist so langsam auf Gras. Also auf... Oh Gott. Damn it! Okay, ich fahre die normale Strecke. Das Gute ist natürlich, dass bei jedem Checkpoint quasi die Zeit zurückgesetzt wird, mehr oder weniger. Ach, ich hab gar keinen Strich gemacht. Ach so, es wird aber auch am Ende normalerweise nochmal angezeigt. Hoffen wir es. Vielleicht hat der Chat mitgezählt. Ich glaube, es waren jetzt 4, kann das sein? Das weiß ich nicht ganz genau. Ja, werden wir sehen. Aber normalerweise gibt es so eine Endtabelle. Gut. Da wird es einem nochmal aufgeschlüsselt. Oh, ey, fahre ich überhaupt richtig? Ja, doch, da, ja. Da, den Wasserfall musst du runter. Ey, der Mann hat auf jeden Fall auch nicht lange trainiert. Ist ja auch Downhill, da muss er ja nicht viel treten. Warum hat er denn so eine kurze Ausdaueranzeige nur? Fuck it. Oh nö, und das war bestimmt ganz knapp vorm nächsten Checkpoint. Ja, wahrscheinlich. So ist es doch immer, oder? Ja. Der Spieler ist Lonely Mountains Downhill. Lieber Org Shrooms. Ich muss mich auch echt ein bisschen konzentrieren. Fuck ha? It! Nein! Scheiße. Okay. So, nochmal. Noch 6. Shit. Oh. Hey, Gott sei Dank bin ich durch die Baumwurzel geklippt. Ah. Oh. Vor den Abhängen immer ein bisschen Gas geben, sonst kriege ich die Kurve nicht. Wo soll man denn da hin? Alter! Wie kann ein Mensch so viel Pech haben wie ich? Es ist immer... Ja, okay, man fühlt sich halt immer... Ach, was soll die Weinerei? Da soll ich hin. Ach, okay. Ja, gut. Sah gerade irgendwie komisch aus. Ah, ah, oh. Oh nein! Wieder von da. Oh Gott. Ja, ich werde mich gleich... Ich darf gar nicht so laut lachen. Ich werde mich gleich mit Sicherheit dümmer anstellen. Vor allem, das ist auch gar nicht so schwierig, weil die Steuerung so komisch... Naja, wie soll man sagen, nicht invertiert, aber sie ist halt teilweise auf dem Kopf, je nachdem, wie die Kamera gerade steht. Ja. Da muss man echt ein bisschen mitdenken. Das habe ich nicht so gerne. Wow. Ja, da. Gott. Boah, das ist aber eine ganz schön lange Strecke, ne? Oh, na, okay. Das war... Das war Quatsch. Okay, weiter. Kurve, nicht wieder gerade. Aber guck mal, das sieht auch so aus, als würde die Straße da weitergehen. Das ist aber auch gemein. Da kannst du bestimmt hinrum abkürzen. Hä? Oder man kommt von da? Was? Ja, da ist bestimmt irgendwas versteckt. Oh, oh. Ach, komm schon! Der hätte aber echt. Das war doch richtig. Würde ich mal behaupten. Hätte ich auch gesagt. Also meinen Segen hast du, aber... Ey, Gott sei Dank ist die Strecke so lang, dass du dir nichts davon merken kannst. Ja, ist wirklich. Ich habe keine Ahnung mehr, wie es angefangen hat. So, so. Jetzt mit Schwunge. Oh. Ah, nee! Komm schon! Sprung geschaffen, Baum verfehlt. Ey, vor allem aber da ist der kleine Huggel da. Nee. Ich habe mal irgendwann auf, ich glaube Netflix war es, so eine Tierdoku gesehen, wo so ein kleiner Elefant... durch so einen Sandsturm laufen muss und es ist wirklich einfach nur stocktrockene Staubwüste und ein einzelner Baum steht da und weil der kleine Elefant nicht sehen kann, wo er hinläuft, weil so viel Sand halt durch die Gegend weht, rennt er wirklich so Bock mit Kopf geradeaus vor diesem Fick dich on gegen diesen einen Baum. Oh, das war ein, mit dem Kopf geradeaus gegen diesen Baum und genauso habe ich mich gerade gefühlt.
So, und jetzt muss ich mich wieder konzentrieren. Wobei du ja sehen kannst. Sehr schlecht. Ich habe eine Brille. Ja, gut. Ach, komm schon. Ja, die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um. Okay, okay. Aber ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass wir 5 Spiele nicht genug wären. Nee, das auf jeden Fall nicht. Ja. Ich bin auch schon überlegen, ob wir auf eine Runde direkt auf den First Try reduzieren. Vorsicht. Nicht in der Mitte durchfallen. Ach, keine. Na, ich glaube, okay, ich glaub, es macht keinen Unterschied. Jetzt bist du mutig. Ja, man muss ja auch ein bisschen vorwärts kommen, ne? Ja, gut. Ist immer noch nicht vorbei. Checkpoint 6. Jesus Christ. Okay. Das ist klar soweit. Oh Gott, ich dachte gerade schon. Ja, sag. Oh, fuck you. Och, nee. An dem kleinen Pisselsteinchen da. Slidet. Uah. Okay, das kenne ich, das war alles ungefährlich. Hier kann ich ein bisschen Pin geben. Oh nein, ich habe nicht mehr. Oh, so gerade noch genug Ausdauer für ein. Ein bisschen Glück gehört ja auch dazu. So. Shit. Ach. Ich muss nur geradeaus. So schwer ist es doch nicht. So, das hier wieder. Hier war wieder ungefährlich. Dann kommt der kleine Abhang da. Oh nein. Do it! Ja. Ne, nicht schon wieder. So, langsam. Okay. 7. Wie fing das nochmal an? Am Anfang war das. Es ist lange her, ich weiß, ja. Das ist ein bisschen Zeit. Da hättest du bestimmt gerade ausfallen können. Ja, ja, ja. Ah, das ist jetzt aber zielgerade. Komm, muss doch jetzt mal langsam. Ja, langsam, genau. Langsam ist ein gutes Stichwort. Und da ist das Ziel. Ei. Puh. Tja, also. Wir haben jetzt bloß leider keine Zeit und kein. Warum wird hier kein Stürze. Ergebnis angezeigt? Ja, irgendwie hat es im Chat geschrieben, dass du den Erkundungsmodus angemacht hast irgendwann. Ich war mir nicht sicher, ob das nachher, ob da nicht vielleicht doch eine Zeit angezeigt wird. Das war sehr dumm. Ja. Ah, Ergebnis. Ja, gut. Ist jetzt die Frage, mache ich es nochmal? Soll ich es nochmal machen einfach? Meinst du, du wirst jetzt schneller? Dann nicht. Spiel starten. Ripon Parks. Entdecker, siehst du? Entdecker ist wohl Free-Roam-Modus, aber du musst es erst einmal Entdecker gemacht haben, um Beginner zu machen. Siehst du? Okay, siehst du? Das ist live. Das kann passieren. Aber es ist der lebende Beweis dafür, dass ich nicht viel vorher geübt habe. Na gut. Okay, dann habe ich aber jetzt. Aber bleib bei der Strecke, ja. 8 Checkpoints. Wir können auch eine andere gerne nehmen. Wenn du sagst zum Beispiel, okay, jetzt hast du die gerade einmal gespielt, ich hätte lieber, dass du eine andere nimmst. Ja, aber ich glaube, die anderen, die du noch nicht gespielt hast, die sind ja dann auch noch nicht freigespielt für den Zeitmodus. Insofern, komm, machen wir die einfach nochmal. Ja, wir können aber auch eine von den ersten nehmen. Ja, aber die hast du ja noch besser. Danke, geil. Mach irgendeine, mir ist wurscht. Okay, dann mache ich das jetzt nochmal. Das ist jetzt natürlich, ich sag mal, das Glück ist dumm. Ja, ja, ich hab's mir, ich hätte es ja ausruhen können, ne? Also, das war Redmond ja Peaks, Glückssache. Redmond Peaks. Okay, dann habe ich jetzt das Glück, dass ich nochmal darf. Überfahrer, die ziehen ja, muss jetzt nur zur Seite, jetzt bist du noch bei, genau. Da ist Beginner, da ist der Beginnermodus. Ja, wir machen es ohne Herausforderung. Ist egal. Okay, Versuch Nummer 2. Oh Gott. Ihr habt nichts gesehen. Und es geht los. Ah, guck mal. Ja, ich hatte mich gerade auch schon gewundert, warum die Zeit da oben nicht angezeigt wird, aber ich dachte, das wäre einfach eine Einstellungssache gewesen. Vom einfach drüber moderieren. Da einfach ganz souverän weitermachen. So, guck mal, jetzt werden noch die Stürze gezählt, brauche ich keine Strichliste machen, die ich sowieso nicht gemacht habe, weil ich das wusste. Aber mir nichts gesagt habe. So, okay. Hey. Jetzt. Ey, das Ding ist, es ist wirklich wie zum ersten Mal fahren, ich konnte mir nichts merken. Ah, hier bin ich eben auch runter, glaube ich. Bist du sicher? Anscheinend. Ich bin aber eben dabei gestorben, glaube ich. Ach, nö! Das schaffst du. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich eine Zeitersparnis war. Naja, es war zumindest kein Sturz. Okay, 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 okay. Da ist ein Teich, da kann ich dann bestimmt nicht lang, aber hier kann ich doch bestimmt durch. Okay.
Ja, Slice, aber da müsste man jetzt zurückspulen, wie lang das genau war und dann nochmal die Stürze zählen. Also könnt ihr gerne machen und dann können wir ja nachher gucken, welche Zeit besser war und dann nehmen wir die schlechtere. Von mir aus sehr gerne. Nur ist das gerade sehr schwierig im Live-Betrieb zu machen. Sonst wäre aber ihr habt die Chance. Wir raten so lange. Nein. Oh, shit. Das, sonst wäre ich sogar gewillt, dir dadurch, dass ich ja jetzt zwei Versuche habe, 10 Sekunden zu schenken. 2 Stürze hast du frei. Okay. Hält das der Chat für eine faire Lösung? Wir sagen noch, das ist eins richtig gutes Spiel. Insofern lass ja, das. Ja, das ist auch eins. Was du sagen. Ja, schaffst du. Ananas TV sagt ja. Siehste. Dann kriegst du 2 Stürze geschenkt. Gut. Damn it. Arterienstau sagt, na gut. Das ist nett, dass ich den Arterienstau auch halbwegs. Oh, St. Reagan Stealth ist dagegen. Aber du bist leider eine Untertasse. Ich wollte sagen, Deutschland ist auch nicht eine Demokratie. So. Und ich denke, so haben wir wenigstens eine kleine Lösung gefunden. Ist auch nicht schlimm, in den anderen Kategorien mache ich ihn sowieso fertig. So. Eine fetzige Mucke hätte das Spiel noch vertragen können, ne? Ja, so ein bisschen, ne? Es ist so ein bisschen Atmo, ein bisschen Wald, ein bisschen. Ich bin auf jeden Fall viel besser als im ersten Versuch. Ja. Also für den Erkundungsmodus wäre Musik auf jeden Fall schön gewesen. Ich glaube, jetzt so mit Zeitdruck irgendwie dann noch eine treibende Musik. Ich glaube, dann wäre es ganz warm, wenn nicht. Das ist doch Sinn und Zweck der Übung. Ja, stimmt. So. Shit. Wie schnell kann man eigentlich Muscle Memory aufbauen? Das ist eine sehr gute Frage. Gar kein Vergleich zu dem, was du gerade gemacht hast. Das ist eine sehr gute Frage. Aber wenn, dann scheint mein Muscle Memory Teil des Gehirns sehr, sehr es hat ein Sixpack, glaube ich. Okay, Ananas TV sagt, wir sollten die Hintergrundmusik anmachen. Vielleicht gibt's Musik. Wir haben ich hatte geschaut und im Menü war sie auf an. Also, oder vielleicht war nochmal jemand dran und hat sie nochmal abgeschaltet. Vielleicht ist aber auch GEMA-Musik. Das könnte natürlich sein. Gartako, ja, ich werde wahrscheinlich übers Ohr gehauen, aber so habe ich nur noch mehr Ausreden, falls es nicht klappen soll. Insofern, it's fine with me. Der war schön. Der war schön. Ja, war, ja. Nee, du. Och nö! Der war dumm. Leicht. So. Aber es sieht echt schön aus. Sieht wirklich schön aus. Und ich meine auch, dass dieser Low-Poly-Look eigentlich nur entstanden ist, weil sie gar nicht die Ressourcen hatten. Also sie wollten erst, glaube ich, so ein richtiges Hochglanzspiel machen. Ach echt? Hatten aber eigentlich nicht die Ressourcen dafür. Oder es war so ein kleines Team. Irgendwie so kam das auf jeden Fall. Ja, ist dann wieder so die technischen Gegebenheiten, die dann das Spiel nachher besser machen. Ja, ich finde das super charmant. Das ist ein super schönes, charmantes Spiel. Shit. So, geradeaus über die. Okay, Matt Brötchen, das ist auch ein guter Vorschlag. Ich glaube, nur der dauert zu lange. Dann kommen wir ja gar nicht mehr zu den anderen Spielen. Aber ja. Welcher? Na, ich kann einmal fahren und mich danach entscheiden, ob ich nochmal fahren möchte. Was aber insofern aber auch unsinnig ist, weil es dann, ich muss ja jetzt nur diese Zeit besser als diese Zeit sein. Das heißt, ich hätte 2 Versuche, um die Zeit zu schlagen, wenn ich es noch am ersten Mal geschlagen habe. Reicht's ja in 2. Heißt das dann, muss ich 2-mal fahren? Insofern, mir reicht der eine Versuch. Ich nehme die 10 Sekunden. Was haben wir jetzt? 3 Minuten 25. 25 sind wir bei 3 Minuten 50, 51. 3 Minuten 51. Nee, 50, 51. Also ja, ja, aufgerundet. Ja, ja. Also ich habe eine Zeit gefahren von 3 Minuten... Lonely Mountains Downhill noch einmal. 50. Heißt das Spiel. 51. So. Gut, your turn. War das der oder was der? Ist es also der Controller hier? Ich weiß nicht, ob das Kabel lang genug ist. Okay. Warte mal, stellen wir eben die Flasche hier weg, damit wir hier auch nichts umhauen. Puh, 5 Stürze.
Ey, ich habe so ein schlechtes Gewissen, ich schenk die Fehlstütze. Ey. Ja, das ist. Es war nicht meine Intention, dir was Böses zu wollen. Okay. Okay. Rechter Trigger Gas geben, Linksbremse lenken. Cool. Du hast es doch eben noch geübt. Ich muss es nur noch wiederholen. Dass der Chat nicht weiß, hier, guck mal. Ja, genau, aber damit alle denken, dass ich ganz gemein bin. Hopp. Ich hab mir nichts merken können. Also es hat mir wirklich nichts gebracht, dich vorher spielen zu lassen. Aber du bist... Ah, erster Jackpot schon mal. Da wollte ich zu viel. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Boah, das war mutig. Ich sehe nichts. Du bist auf jeden Fall, glaube ich, nicht so viel schneller. Langsamer als ich. Nicht so viel schneller. Wo bin ich? Ah, da. Okay. Du bist auch erst einmal gestürzt. Also das ja, ist schon. Ja, ist noch alles drin. Das war ja auch die leichtere Phase, ne? Zumal du im Endeffekt, dadurch, dass ich dir 4 Stürze schenke, quasi bei 0 bist. 0 Stürzen noch. Ich glaube, das war eine blöde Idee, oder? War das? Ah, das war eine richtig blöde Idee. Ich fahre, glaube ich, neu rückwärts. Okay. Ja, das hat nicht den. Das wird's. Das waren zumindest 2 der geschenkten Stürze, habe ich da jetzt gerade da investiert. Oder waren es nur 5 Sekunden? 5 Sekunden pro Sturz, 4 Stürze schenke ich dir, also 20 Sekunden. Okay. Wobei wir dir. Ziehen wir dich dann nachher auch ab, wenn du quasi. Ja, schauen wir mal. Lass einfach die Zeit abwarten. Dann gucken wir mal, wer technisch gewonnen hat und wer fair gewonnen hat. In beiden Fällen. Ja, fair kann ich eh nicht mehr gewinnen. Lügen wir uns nichts in die Tasche, der Zug ist abgefahren. So ist das. Nur, dass wir da auf einem Nenner sind. Aber du kannst auch Sieger der Herzen werden. Oder Sieger des Chats, sagen wir so. Okay, ah, läuft noch. Oh. Okay. Läuft doch soweit ganz gut. Schade, zu viel gesagt. Okay. Shit. 3 Stürze. So einen hast du noch frei. So einen hast du noch frei. Oh, ja. Oh. Okay. Oh, Alter. Da hast du aber Glück gehabt. Ich kann mich auch überhaupt nicht mehr an meine Gesamtzeit erinnern. Also mit 3,50 und 5 Stürze hatte ich, glaube ich, ja. Naja. Nicht noch. Nein. 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 Come on. Ab jetzt zählen deine Stürze. Ach, Mann. Ach, das hätte so schön sein können. Ich konnte doch den Checkpoint schon riechen. Ja, du machst das auch wirklich, wirklich gut. Danke. Ist nicht so, dass ich dich jetzt ablenken will oder irgendwie aus deiner Konzentration reißen. Niemals. Das würde ich nie tun. Naja, du bist ja jetzt auch, also wie die Vergangenheit zeigt, die letzte halbe Stunde, bist du jetzt nicht unbedingt der fairste Spieler. Ey, ich habe alles getan, um diesen Fauxpas auszugleichen. So kann man es auch machen. Sah cool aus. Danke. War leider scheiße. Style Points. Ja. Die zählen extra. Die geben nachher bestimmt nochmal. Jetzt kommt doch gleich dieser fiese Sprung, oder? Den man nicht. Was? Ach, nee, da. Steine. Achso, ich kann auch hier spielen, ne? Ist viel angenehmer. Ah. So, du bist. Ah, da oben ist deine Zeit. 2,5 plus 10. Ey, Gott sei Dank kann man da über die Mitte fahren. Ja, sonst wäre das echt asozial. Checkpoint! Und ich meine, es wäre auch nicht mehr weit bis zum Ziel. An den Sprung kann ich mich wirklich nicht erinnern. Ja, komm schon.
hin muss ich noch. Diese. Okay. Okay. Wow. Wow. Alter. What? Und es wird. Purer Skill. Verdammt knapp. Guten Tag. Lonely Mountains Downhill. Lieber Daniel. Kommen Sie rein. Kommen Sie rein. Oh, das ist geil. Ich find's geil. Ey, das ist super. Ich habe das auf dem Monitor im Flur geguckt und habe gesehen, wie das spielt. Und ich finde das geil. Ich bin ja ein riesen Schweiger. Es ist quasi, das ist sehr, sehr ähnlich. Ja. Ne? Nur einmal. Verdammt. Was gut gemacht. Okay. Okay, du hast aber eine Zeit von 3,51 plus 10 zwei Stürze, 10 Sekunden. Das heißt, ich war 10 Sekunden schneller. Ja, ist ja gut. Der erste Punkt geht an Chris. Ist das, aber, ja. ist das für die Pläse oder ist das für PC oder wie ist das? Das ist jetzt PC gerade. Ich weiß gar nicht, ob es gibt schon Konsolen-Release. Der Chat weiß das bestimmt. Ich weiß es gerade nicht auswendig. Ich müsste es auch noch mal nachgucken. Jetzt wird's eine Party. Ja, willst du auch mitmachen? Ne? Kriegst du auch einen Punkt. Ich hätte, ja, schade. Nee, ich muss leider noch ein bisschen was arbeiten. Aber mich interessiert dieses Spiel. Ich will dieses haben. Ich will das Spiel haben. Ey, das ist auch nicht teuer. Muss man, schau mal auf Steam. Der Schnurrbart. Dein Schnurrbart wird gelohnt. Er ist wirklich. Ja, Wettschulden sind Ehrenschulden. Ich habe gegen Bonjour bei Call of Duty verloren. Das war die Bedingung. Und dass ich mir halt hier so einen kleinen Schnorris stehen lasse, mit dem habe ich heute auch schon Kino Plus moderiert. Wie lange musst du den jetzt noch behalten? Oder darfst du ihn in Ehren tragen? Eigentlich war es die Woche so gesehen. Ich bin mal gespannt, wie lange es durchziehst. Wie lange ich es durchziehe. Also, ich glaube, ich halte es nicht aus. Das irgendwie, also, ach, das geht schon. Da kann man sich dran gewöhnen. Alles klar. Auf jeden Fall, wie gesagt, es war eine Wette, die ich gegen Bonjour verloren habe, anlässlich des Modern Warfare Battles, das wir gehabt haben am Dienstag. Und Wettschulden sind Ehrenschulden dementsprechend. Trag ihn näher. Sieht mein Gesicht so aus, wie es aussieht. Ja. Aber cool, vielen Dank. Ja. Gerne. Ich will das haben. Das ist jetzt Chat sagt, alle Plattformen für 20 Euro. 19,99 im PS Store. Okay, genau. Geil. Dankeschön an Diplomat 999. Zieh ich mir rein. Mach spät und mach das. Super Spiel. Cool. Jungs, viel Spaß. Alles klar, ja, Dankeschön. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss. Er sagt tschüss, falls das nicht zu hören war. Alles klar. Damit habe ich Runde 1 gewonnen, werd dafür von der ganzen Welt gehasst, weil es total unfair war. Tja, du kannst halt nicht alles haben. Ja, genau. Und wir gucken jetzt uns das zweite Spiel an. Was es da zu spielen gibt, ist nämlich Chimpology. Chimpology ist so simpel, das checkt selbst ein Affe. Ist ja auch irgendwie klar, man spielt schließlich ein. Als Primat vor der Tastatur lautet die Aufgabe, tippe die angezeigten Nullen und Einsen so schnell wie möglich ab. Dafür gibt's Bananen. Und wenn man richtig schnell und fehlerfrei tippt, dank Multiplikatoren noch mehr Bananen. Am Ende werden die erspielten gelben Früchte aus allen Runden addiert. Wer die meisten gesammelt hat, gewinnt. Das ist Chimpology. Mehr ist es nicht. Wir spielen 3 Runden. Das Prinzip, hat man gerade gesehen, ist super simpel. Da gibt's auch keinen Heimvorteil diesmal. So, nee. Dass ich das auch einmal gesagt habe. Kein Heimvorteil, Chimpology. Wir machen wieder Schnick, Schnack, Schnuck, wer anfängt. Ja. Und dann schauen wir mal, wer schnell Nullen und Einsen tippt. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Du fängst an diesmal. Okay, hätte ich auch gewählt. Insofern ist gut. Okay. So ist das Programmieren quasi, ne? Einsen und Nullen, so funktioniert. Wir machen Start Game. Singleplayer, okay. Genau. Und auf dem Numpad hast du deine Einsen und und fängst schon direkt an. Ist doch auf Zeit, wenn du startest. Ja, genau. Unten rechts läuft dein Timer. Das waren wie viele? 18. Das war ja gar nicht. Du hattest 30 Bananen. 30 Bananen also für dich in der ersten Runde. Wie viele Runden machen wir? 3 insgesamt. 3. Wir addieren alle Bananen aus allen Runden. Und wer dann insgesamt am meisten hat, hat diese Runde gewonnen. Oder machen wir jede Runde abwechselnd? Nö. Dann machen wir erstmal deine 3. Okay. Genau, und du hast auch jetzt gleich ab jetzt diesen gelben Rahmen, das kann man nämlich auch nochmal sagen. Wenn du diesen gelben Rahmen hast, dann darfst du dich einmal vertippen, darfst aber trotzdem weitermachen. Das hatte ich, glaube ich, in der kurzen Matz nicht erwähnt. Also bei diesem Spiel ist es wirklich schwierig, nebenbei zu reden. Ja, das ist korrekt. Aber deswegen möchte ich dich auch gerne dazu verleiten. Vor allem macht's einen irre, oder? Fragen stellen auch noch, okay.
Naja, aber ich muss wirklich sagen, du machst das sehr, sehr gut. Du hast schon einen vierfachen Multiplikator. Wenn ich einmal drin bin, das ist Zen. Vielleicht kann ich jetzt auch einfach gehen und du machst nächste Woche noch weiter. Das sitze ich immer noch hier. Ja. Ich kann das mit jedem Schimpansen aufnehmen. Dammit. Genau, jetzt hast du dein Leben und deinen Bonus quasi verballert. Scheiße, ey, du hältst ganz schön lange durch. Was ist dein Highscore? Ich glaube, ich hatte einmal. Ich habe das mal für Unter dem Radar irgendwann gespielt. Ich bin mir aber gar nicht mehr sicher, ob es in das Unter dem Radar damals reingekommen ist. Und da hatte ich. Es wird gleich angezeigt, ich glaube 2500 irgendwas. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ist das, was du hier gerade zeigst, nicht von schlechten Eltern. Was mir natürlich entgegenkommt, ist, dass das Zeitfenster, das du pro Window, das du freitippen sollst, natürlich immer kleiner wird. Also kein Endless-Mode. Nee, du, also wenn du so einen Bildschirm verkackst, dann ist, glaube ich, vorbei. Ich habe keinen Blick auf die Zeit, kann wirklich nur auf die Zahlen schauen. Ey, es ist aber wirklich bockstark, was du da gerade machst. Das ist sehr schön für mich. Da war der Multiplikator. Ich habe die Taste berührt, aber nicht gedrückt. Ach nö, wenn du das jetzt gewinnst, ne, dann heißt es nachher wieder, ja, die Spiele, wo man wirklich nicht vorher üben kann, da gewinnt Matthias natürlich. Jemand fragt, ich kann den Namen von hier nicht lesen, hat man immer 17 oder 18 Sekunden pro Bild, das geht über die Spielzeit immer ein bisschen runter. Also am Anfang hatte man, glaube ich, 25 Sekunden pro Bild und inzwischen sind wir bei 15, müssen es, glaube ich, sein. Scheiße, ey, du bist voll gut, Mann! Du hast jetzt schon meinen All-Time-Highscore geknackt. Tut mir leid. Aber zu meiner Verteidigung muss ich auch sagen, ich habe immer in der Game-2-Redaktion. Ja, da ist auch mal laut und. Ich wollte gerade sagen, und wer schon mal in der Game-2-Redaktion war, der weiß, konzentrieren ist mal mehr, mal weniger. Da war er wieder. Scheiße, okay. Wieder. Ja, ich sehe das 1:1. Ich sehe auch nur Einsen und Nullen. Da ist ein Schimpanse. Oder zwei. Oh, du hast. Also so langsam, du hast jetzt pro Bildschirm nur noch 10 Sekunden. Da muss ich jetzt Gas geben, oder was? Ja, du solltest es auf jeden Fall in. Da! Alter Schwede, 3655. Obwohl, ach, guck mal, ich hatte mal 3313. Okay, jetzt noch der dritte Versuch. Ja, 3655. Scheiße, alter Schwede. Okay. Vor allem so schnell und so. Kannst du die Augen ausruhen, Schluck trinken. So lange wie du das spielst, kriegst du eine Sehnenscheinentzündung für. Denk mal an deine Gesundheit. Nur die zwei Finger. Ja. Denk mal an deine Gesundheit, Matthias. Nicht so lange, nicht so gut. Ja, ich will nur so gut vorlegen, dass du gar nicht in die Versuchung kommst, da lang. Ist überhaupt anzufangen? Genau, deine Gesundheit in Gefährdung zu bringen. Der Chat sorgt sich auch schon um deine Finger. Um die Finger?
Ich mache mir mehr Sorgen um meine Augen, ehrlich gesagt, weil ich zwinker nicht wirklich. Die trocknen langsam aus. Ich kann dir mal, wenn du möchtest, so gerne so einen Schluck Cola reinkippen. Oh, das wird bestimmt helfen. Deine Augen ein bisschen zu befeuchten. Aber erst das linke und bis sich das erholt hat, dann nehme ich das rechte noch hinterher. Scheiße, du hattest noch das zweite Leben. Gerade noch. Bahaha 88, das Spiel heißt Chimpology. Es gibt sogar irgendeine Hintergrundgeschichte zu dem Spiel. Ja, dieses, die Affen, die Shakespeare schreiben, ne? Das weiß ich. Das ist die Chaos-Theorie. Wenn du genügend Affen an Schreibmaschinen setzt und die einfach machen lässt und die einfach random auf Tasten hauen, werden die irgendwann das komplette Gesamtwerk von Shakespeare abgetippt haben. Rein aus Unendlichkeitssicht. Ich wollte gerade sagen, wenn du sie 3 Millionen Jahre da sitzen lässt, dann irgendwann. Genau, und das ist hier die Chaos-Theorie und das heißt, genügend Affen mit genügend Zeit können alles machen. Und ich glaube, darauf basiert dieses Ganze, weil du musst ja nur Einsen und Nullen tippen. Das heißt, theoretisch können genügend Affen auch alles Mögliche programmieren. Hm. Wenn sie nur genügend Zeit haben und genügend Affen. Oder man nennt es Rocket Beans TV. Ist jetzt nicht so weit davon weg. Du hast aber auch keine Verschleißerscheinung, ne? Du bist wie ein noch Roboter. Noch bin ich drin, ist es dieser Ausdauerspieler. Ich bin da 1 und 0. Ich weiß nicht, ob das so ein Game-2-Ding ist, dass unsere Aufnahmeleiter einfach Roboter sein müssen. Wir haben ja auch Roboter Mark und jetzt anscheinend auch Roboter Matthias. Ich bin Cyborg. Die Borg. Gut. So langsam komme ich auch rein, nebenher reden zu können. Ich könnte jetzt keine großen Konversationen aufrechterhalten, aber so ein bisschen nebenher. Ja, ich wollte jetzt schon eigentlich ein bisschen mit dir über die Steuerpolitik sprechen. Die Steuerpolitik. Das hat dich geschockt. Das hat mich ausgehauen. Plus ja, gut. 1000, 1200, wie viel? 44. 44, da unten steht's, genau. Das heißt, du hast insgesamt, ja. Wir können es mal kurz ausrechnen. Ich kann es nicht im Kopf rechnen, deswegen. Ja komm, rechne mal. Okay, das wahrscheinlich kann es irgendwer und ich bin wieder der Dummkopf nachher. Das kannst du auch machen, während du spielst. Dann kann ich das im Kopf ausrechnen. Du schaffst das. Das kannst du machen. Du kannst mal ausrechnen. Dann lenke ich dich auch nicht ab. Wie viele Bananen du insgesamt gesammelt hast. Aber das hat schon einen Grund, warum ich irgendwas mache, was nichts mit Mathe zu tun hat. Okay, it's my turn. Dann fange ich jetzt mal an. Und los. So close. Ja, 1 und 0, ne? 1 und 0 drücken, nicht aus der Ruhe bringen lassen. Hast aber auch ein ordentliches Tempo drauf. Du hast da. Ja, man muss. Fuck. Mehr Aggression beim Tastendruck, ja. Merke ich. Ich spekuliere so ein bisschen drauf, dass ich 3 durchschnittliche Runs schaffe. Weil dein erster. Mein erster war halt richtig kacke. Ja. Aber so wird das nichts, also. Ich kann mich erinnern, muss ich gerade dran denken, aus irgendeinem bestimmten Grund, an den Film Thank You, nicht Thank You for Smoking, Stranger Than Fiction, kommt diese eine Szene vor, wo er am Telefon ist und da sagt die Stimme, er war darauf bedacht, jeder Taste einen spezifischen Tastendruck zu geben. Das Gefühl habe ich hier jetzt gerade nicht, hier wird mir gehämmert. Aber aus irgendeinem Grund habe ich dieses Zitat gerade im Ohr. Vielleicht auch, weil wir gestern über die besten Filme von Will Ferrell geredet haben, wovon es gar nicht so viele gute gibt. Prove me wrong. Dieses Spiel heißt Chimpology, lieber FLZI. Das, was Horsch sagt. Ja, Chris, Nullen und Einsen? Ey. Mehr kommt gerade aus meinem Gehirn nicht mehr raus. Naja, kriegst du ja Bananen dafür. Bananen und Obst gibt's in dieser Firma viel. Ich mag Bananen. Das Spiel macht einen echt. Ich mag Bananen. Ich mag Bananen. Wer übrigens auch Bananen mag, ist Dean, unser Redaktionshund, der von Nasty. Wir müssen immer mehr Bananen bestellen, weil sobald du eine Banane isst und er sieht das, lässt er dich nicht in Ruhe, bis er ein bisschen Banane abbekommen hat. Und vor allem sabbert er dir alles voll. Er sabbert alles voll, das ist wirklich so. Es ist wirklich wie ein Fluss. Aber trotzdem, Dean ist toll, ich liebe Dean. Dean ist der Beste.
Aber wenn man jetzt meinen würde, ja gut, dann ess halt nicht so Bananen. Keine Sorge, das ist auch bei Äpfeln so und bei Mandarinen, obwohl er die gar nicht mag und bei diversen anderen Dingen. Also es ist, er ist ein kleiner, verfressener Hund. Aber wir lieben ihn. 1-0. Auch wenn wir allergisch sind. 1? Teilweise. 1 musst du, glaube ich, jetzt drücken. Jetzt gerade die 0. Sarix, ja, ich arbeite dran. Ich schneide gerade noch. Ich hoffe nächste Woche, aber nicht zu viel versprechen. Woran arbeitest du? An meinem Podcast, der fragt, wann die nächste Folge kommt. Ah. Das ist eine kleine Side-Story, insofern. Fuck. Nee, du musst die 1 drücken, nicht die 0. Ich meine, wir können auch wieder über Steuerpolitik reden, aber nicht zu viel nachdenken. Nicht. Also du hast auch nur 15 Sekunden pro Screen, ne? Also da, ich würde jetzt langsam mal ein bisschen Gas geben. Na, vor allem habe ich es halt nicht geschafft, so einen hohen Multiplikator wie du zu kriegen. Ja. Was also so schlecht sieht es jetzt auch nicht aus, aber das mit den 3 guten Runs könnte. Könnte eine Taktik sein, die aufgeht. Jetzt langsam mache ich mir Sorgen, aber. Shit! Sehr gut. 1326 in Run Nummer 1. Ach, ja, das ist schon. Wenn du 3 davon machst, hast du mich nicht. Nee? Nee, ich immer noch nicht. 4929 habe ich insgesamt. Okay. Ganz knapp die 5000 verfehlt. Boah. Alter. Okay. Okay, Runde 2. So viel zum Thema auch treibende Musik. Diese Musik ist einfach perfekt dafür. Du bist einfach nur, als würdest du im Büro sitzen und musst jetzt schnell was runtertippen. Ja, geiler Beat, genau. Paradigm 87. Denke ich auch. Ah. 89. Ja, das war immerhin 59 mehr als mein schlechtester. Das ist ganz schön viel, was ich jetzt schaffen muss, ne? 3500. Und ein bisschen mehr. Puh. Ja, sagen wir 3600, dann hast du es auf jeden Aber Fall. Guck mal, du hast es eben tatsächlich auf Platz 95 der globalen Rangliste geschafft. Also du musst jetzt. Ja, so einen Run musst du machen. Wenn du den Run nochmal schaffst, also du musst nur in die globale Top 100 Liste kommen quasi, dann gewinnst du den Punkt. Selbstverständlich, also, easy. Okay. Das schaffst du. Und ab geht's. Zähl auf dich. Ich wollte es noch sagen, jetzt verreckt er auf dem ersten Screen. Da kommen nochmal 12 dazu. Möchtest du nochmal? Ich würde dir noch einen Versuch geben. Nee, weil du hast mir ja gerade auch 4 Stürze. Ja. So. Nee, rechne das mal kurz durch. Ich glaube, es ist knapp, oder? 7, 9. Druck, ne? Druck ist so ein Ding. Ja, du hast fast 1400 hingekriegt. Also du hast 1397, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Du kannst gerne nochmal nachrechnen. Und ich bin bei 4929 in 3 Runs. Ja. Dann würde ich sagen, ja, ich gehe mich jetzt in Schande begraben. Und so lange schauen wir uns mal an, was das nächste Spiel ist. Und zwar Just Shapes and Beats. Ausgleich. Im nächsten Spiel geht's um Reaktionsgeschwindigkeit. Just Shapes and Beats ballert uns zu fetzigen Rhythmen, Formen und Farben um die Ohren, denen wir ausweichen müssen. Während der eine zockt, zählt der jeweils andere, wie oft der Zockende gestorben ist. Derjenige, der in 3 Songs am wenigsten verreckt ist, hat diese Runde gewonnen. Just Shapes and Beats. Tatsächlich, ey, ich habe das jetzt wirklich tatsächlich nur für heute mal ausprobiert. Ey, und ich glaube, das ist mein Spiel des Jahres, was nicht dieses Jahr rausgekommen ist. Ich finde es so mega geil. Das ist eine Ansage. Und ich werde jetzt echt noch lange, lange spielen. Ja, altes Spielchen. Wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Ja. Wer anfängt. Und dann schauen wir mal, welche Songs die darfst du dir dann nämlich ausruhen. Aber erstmal Schnick, Schnack, Schnuck und dann schauen wir weiter. Okay. Nein, verliert. Nie. Korrekt. Der Stein. Du sagst es sogar noch an. Aber ich dachte mir, nee, das kann er nicht machen. Das kann er nicht machen. Der Stein. Okay. Guter alter Stein. Wir gehen in den Playlist-Mode. Und jetzt darfst du dir 3 Songs aussuchen. Weil ich natürlich auch nicht will, dass es nachher heißt, so, ah, den Song hat er doch geübt. Ist egal, ob Bossfight oder nicht? Das ist in dem Fall egal. Glaube ich. Also wie gesagt, ich habe mich jetzt auch nicht so intensiv vorbereitet. Natürlich nicht, weil ich faul bin, sondern nur, damit es auch fair bleibt. Oh, der ist geil. Ja, den mag ich. Ah, jetzt hast du Knopf gedrückt. Ja. Ich habe geh einmal auf Playlist, genau. Ja, ja, und dann kannst du die mit A einfach hinzufügen. Terminator Shock. Ich würde sagen, 3 Songs machen wir. Das ist eine gute Frage. Ich mach mal schnell nur Menü-Sounds, damit man nicht. Kann man das schnell klären? Ich weiß gar nicht. Gibt das ein Menü? Gibt es einen gamerfreien Modus? Das weiß ich nicht. Aber ansonsten würde ich einfach mal sagen, springen wir erstmal zum nächsten Spiel.
Und das können wir dann, weil ich denke nicht, dass wir alle Spiele, genau, dass wir alle Spiele schaffen, oder es kann in der Zeit recherchiert werden. Und dann machen wir das beim nächsten Mal. Okay. Dann machen wir das so, denn wir wollen natürlich nichts tun, was wir nicht tun sollen. Und schauen uns in der Zwischenzeit mal die kleine Erklärmatz zu Spiel 4 an. There is poop in my soup. Wo sonst? There is poop in my soup setzt auf Abschätzungsvermögen. Wir sind das kleine Arschgesicht da oben und unsere Aufgabe ist es, möglichst vielen Leuten auf den Kopf zu kacken. Dazu haben wir eine bestimmte Anzahl verschleuderbarer Häufchen, die wir über bestimmte Aufgaben aber erhöhen können. Insgesamt hat jeder von uns nämlich 3 Versuche. Wer in allen Runden zusammengenommen den höchsten Score hat, gewinnt. So, ab jetzt wird in Suppen gekackt. Und auf Regenschirme und sonst was. Sollen wir noch mal neu ausschnicken, wer anfängt? Nee, ich würde den Sieg behalten und sagen, du darfst gerne anfangen. Okay, schau, ich darf gerne anfangen. Schau mir das mal deine Taktik an. Ja, das Spiel ist super simpel. Wir fangen auch direkt an, würde ich einfach mal sagen. Ja. Vielleicht kann es ja in der Zwischenzeit recherchiert werden. Das Spiel ist super simpel. Mit WASD kann ich mich da oben bewegen. Ich habe im Moment 10 von den kleinen Häufchen frei und muss jetzt probieren, den armen Mitbürgern da unten. Achtung. Ja, damit ist, glaube ich, alles gesagt, worum es in diesem Spiel geht. Genau. Und umso besser und umso länger man das hinkriegt, umso mehr Punkte gibt es natürlich dafür. Da kommt die Musik. Und es gibt auch eine To-Poo-List, aber ich weiß selber nicht, was draufsteht, denn ich habe nicht gefunden, wie man sich die angucken kann. Da kann ich mir nämlich zum Beispiel für den nächsten Run habe ich jetzt nämlich 10 Poos. Anstatt, ich glaube, diese Runde hatte ich nur 10. 15 statt 10. Genau, 15 statt 10, so. Und? Scheiße. Verkackt. Riesengag. Klasse. Och nö, der war auch daneben. So, okay. Ich gehe mal erst auf Nummer sicher und hole mir die relativ langsam gehen. Das war ein Treffer. Das ist ja Kacke. Ein Klassiker der Game 2-Geschichte. Und? Ach, scheiße. Wieder daneben. Ich glaube, in den Kinderwagen, das war auch ein Teil der To-Pool-List. Sicherheit. Geil, jetzt habe ich schon the baby. Jetzt habe ich schon 25 im nächsten Run. Noch einen Schuss, ne? Ja. So, den treffe ich aber. Sehr gut. Das heißt, Runde 1, 290. Schreibt ihr das mal wieder auf. Ich notiere. 99. Sehr gut. Und dann mache ich nämlich auch direkt weiter mit Runde 2. Och nö! Ja, das war knapp daneben. Das war dumm vor allem. Ich wollte doch eigentlich nur das Spiel starten. Naja. Die Suppe, die gibt doch bestimmt auch was auf der Liste, oder? Ja. Ich meine, so heißt das Spiel. Das wäre. Ja, stimmt, das macht irgendwie Sinn, ne? Das arme Kind hat sein Eis verloren. Ja, aber das muss man timen. Okay. Ja, man muss timen. Ah. Oh ne, die Wurst ist Schon. Oh! Ah, die Musik wird lauter, je mehr Kompos. Ja, genau, umso besser man ist, umso fetziger wird der Beat. Und zack. Das ist doch auch ein Treffer. Nope. Och Mann, zu kurz. Das kann man aber auch nicht einschätzen, ne? Weil man unten den Boden nicht sieht. Ja, das geht doch auch daneben. Ach. Das geht doch auch daneben. Ach, komm schon! Ja, das muss kacken, wenn wir nochmal kriegen. Ja. Du willst nicht wissen, wie es bei mir zu Hause aussieht, mein Freund. Gott. So, aber die Dosen. Du wohnst ja auch im obersten Stockwerk. Ja. Du auch immer die Kacke aus dem Fenster. Wow, was ist da passiert? Ich glaube, sie ist vom Auto überfahren worden. So, okay. Wieder. Hier. So, das müsste doch auch. Okay, aber die Dosen, waren auch, erwischt, ja, die Dosen waren auch auf der Liste anscheinend. Ja, das Netz ist natürlich. Oh ne, das wird, glaube ich. Ja, doch. Okay, das ist natürlich für dich dann auch ein Vorteil. Okay, das waren jetzt aber ordentlich Punkte. Ich habe noch 11 Häufchen. So, den Kinderwagen müsste ich aber treffen. Und jetzt die Frau, die den Kinderwagen schiebt. So. Und jetzt ihn. Sie. Entschuldigung, junge Dame. Shit. Oh, ich hab grad, die Musik war gerade so schön. Ja, aber vor allem war es gerade sehr gut. Es gibt nichts.
Schöneres als diese Stille, nachdem dieser Kackhaufen einfach nur auf den Boden fällt. So. Ich weiß auch zum Beispiel gar nicht, ob hier der Fahrrad... Gut, den wollte ich zwar gar nicht, aber gut, dass ich ihn getroffen habe. Ob der Fahrradfahrer zum Beispiel mehr Punkte gibt, weil der natürlich viel schwerer zu treffen ist, ne, weil der so schnell ist. Ja, Autofahrer ist auch bestimmt richtig. Dreifach-Kombo. Ich habe noch drei Häufchen. Und frag mich bitte nicht, wie man auf solche Spiele kommt. Also weder für sie zu programmieren, als auch sie zu finden. Die Recherche lag vollkommen in Chris' Hand. Ich glaube, ich meine tatsächlich, dass ich das mal für einen Game-2-Beitrag für das Kuriositäten-Kabinett, das ist aber auch ein Wort. Ja, ich glaube, dafür, da bin ich da irgendwie drauf gestoßen. Das war's. Ah ja, 1850, einen habe ich noch. Puh. Geht die dritte Runde jetzt nochmal länger? Naja, das kommt jetzt drauf an, was ich mir gerade freigespielt habe. Oh. Ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht. Wow, Alter, da sind auf jeden Fall super viele Leute. Nee, ich habe nur 25 Häufchen jetzt. Ich glaube, ich habe mich nicht wirklich verbessert. Weil man kann irgendwie auch diese... so gefallen. Die super kacke Explosionsbombe freischalten. Trademark. Aber ich weiß nicht, wie, ehrlich gesagt. Weil ich auch nicht weiß so richtig, wo man sich diese To-Pool-Liste anschauen kann. Ja, da gibt es bestimmt irgendwie Fanforen und da ist bestimmt eine große Lore hinter diesem Spiel. Ich denke auch, dass da sehr viel diskutiert wird. Die Gesellschaftskritik, ich meine, die ist ja jetzt auch nicht zu leugnen bei diesem... Ey, das Gute ist, man kann ja eigentlich irgendwo hinhaufen. Im Moment trifft man immer irgendwen. So, er ist eine sichere Bank da unten. Ah, der bewegt sich ja nicht. Der ist ja immer safe. Wow! Was wärst du denn jetzt? Hä? Es ist ein reines Chaos. Ich sag ja, das Geräusch ist super. Wie kann man es schaffen, da nichts zu treffen? Das ist nicht möglich. Ja, so hast du immer die Kartons. Das ist so voll wie auf New Yorker Times Square da und. Hast du mal Kacke aus dem New Yorker Times Square, also aus dem Fenster runtergeworfen? Nee, noch nicht. Ich habe bisher jedes Mal einen getroffen. Ich wurde bis jetzt immer genug getroffen. Ja. Ah, du hast das. Ich habe vor allen Dingen erst Mallorca Times Square verstanden. Nee, New Yorker. Ja, richtig. Ja, Mallorca Times Square wäre auch mal. Schinkenstraße oder wie sie heißt. Das Spiel ist mit Sicherheit bei dem Games Jam entstanden. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Aber ich glaube hier, das Lonely Mountains Downhill, war das nicht auch aus dem Game Jam? Weiß ich gerade ehrlich gesagt. Die ganzen geilen Indie-Spiele, die so... so einen gewissen Grad an Tiefe haben und da meistens dann noch so die Highscore-Dinger und sonst was aufpoliert werden. Das sind so klassische Game Jam-Spiele. Also insofern würde mich nicht wundern, wenn die beide nicht Game Jam-Spiele wären. Aber ja, dieses Spiel ist echt kacke. Hä? Der ist abgeprallt? Ja, der ist am Karton abgeprallt. Ich glaube, das wäre ein Trickshot. Das wohl nochmal richtig fett mehr Punkte extra gibt? Jambi Rimba sagt, du sollst in den Mülleimer scheißen. In welchen? Ja, den grünen da. Ach, in den grünen? Okay, ich vertraue dir, Jambi Rimba. Ha, jetzt hast du die Bombe. Ja, die bringt mir aber nichts, weil das mein letzter Versuch war. Oh nee, und du weißt nicht, wo du diese kriegst. Ah. Scheiße. Nee, Autofahrrad kriegst du jetzt noch nicht erwischt. Nee, der ist mir jetzt auch zu heikel. Der ist ihm zu heikel. Ich gehe jetzt erstmal auf Nummer sicher. Gibt es auch verschiedene Level eigentlich? Es gibt verschiedene Level. Aber die habe ich nicht freigespielt, weil ich natürlich nicht unfairerweise übe. Fair enough. 1763 im dritten Versuch für mich. Okay. Und dann darfst du. Aber dazu müssen wir jetzt einmal kurz zurückgehen. Denn du hast natürlich das, was ich erspielt habe. Und reset the game. Reset, ja. Müsste ja, die, geklappt haben. Topscore 0, ja. Dann guten Durchfall. Gut scheißen. Och nö, du hast direkt das Eis getroffen? Ja. Was gab's dafür? Keine Ahnung, Toplist irgendwas. Aber er isst es auch noch. Das ist widerlich. Ich möchte ihn gar nicht unterbrechen. Ah, da oben wird jetzt auch die To-Pool-List angezeigt. There's poop in my soup! Geht er durch den Baum? Ich glaube, der geht am Baum vorbei. Von der Hipster. Dammit, du hast jetzt schon mehr als ich. Das ist super. Das Haufengeräusch ist toll. Nein!
Geh doch mal ein bisschen schneller, Typ. So. Scheiße, du warst echt schon mehr als ich. Jedenfalls im ersten Run. Guck mal, der Kleine isst aber auch die Kacke einfach so. Ne? Der ist, lässt sich nicht beirren. Naja, wem? Ich hab doch nur... Ach. Jetzt wollte ich mich hier schon als Gewinner aufschreiben. Eben. Das ist ja Quatsch. Die Geräusche sind... Ja, die Geräusche sind schon echt gut. Da kann man wirklich nichts gegen sagen. Komm, ich versuche jetzt mal das Auto zu treiben. Jetzt von links. Ach, du hast schon neu angefangen? Ja, ist zweite Runde jetzt. Wie viele Punkte hattest du denn eben? Ich dachte, du hast aufgeschrieben. Nee, noch nicht. Du hast sogar den Stift gezückt irgendwie. Ja, ich habe mir noch was von eben. Aber das kann uns der Chat bestimmt sagen, indem er mal kurz... Genau, spul mal kurz zurück. Ich glaube, irgendwas mit 400 oder sowas, glaube ich. 429. Da kann uns der Chat bestimmt weiterhelfen. 424 oder so. 424. Die Masse scheint sich auf 424 zu einigen. Alles klar, Dankeschön an alle, die das für uns eben nachgeguckt haben. 424 oder 1 für Matthias. Kacke. Exakt. Was? Was? Waren da welche außerhalb des Bildes, die du gerade getroffen hast? Ja, Trickshot, ne? So läuft das hier. Kacke. Es war anscheinend genau die Mitte. Komm schon, Auto, komm schon. Was ist das überhaupt? Klonhausen. Wie sie ihn mit ihrem Kinderwagen auch einfach so vor sich her schleift, als wäre nichts. Das ist doch, der hätte den voll treffen sollen. 1090. 1090, alles klar. Also in Runde 1 habe ich jetzt 400, 424, stimmt. Wurde diverse Male. 1090 in Runde 2 für dich und dein letzter Versuch. Wieso? Weißt du, ich will nur Retry drücken. Habe ich aber auch jedes Mal. Kacke. So. Aber diesmal, ich habe die Bombe übrigens nicht bekommen, als ich den Mülleimer geschossen habe. Vielleicht muss man dafür auch eher... Weiß nicht, vielleicht ändert sich das auch. Ich weiß es nicht genau. Pack jetzt einfach mal die Leute hier an. Ach, die Dosen habe ich noch nicht. Ich glaube tatsächlich jetzt. Oh ne, warum gebe ich überhaupt Tipps? Wo kommt er denn reingeflogen? Was ist das denn, das für ein Typ? Achso, das ist ein Punker. Ich dachte, das wäre so ein Baby irgendwie. Ich mir den Kopf gesehen habe. Scheiße. Kann ich denn da daneben treffen? So, ich kann schon mal ausrechnen, wie viele Punkte ich insgesamt hatte. Taschenrechnen. Kacke. Das wird ein enges Höschen. Ein braunes Höschen wird das. 3.900 Punkte denn? Hatte ich insgesamt. Zwei mit einem. Dafür ist der eine daneben gegangen. Und du hast nur noch drei Häufchen. Boah, das... Ich glaube aber, ich lieg vorne. Auch. Also, höhere Kombos zwischendurch. Wie kann man denn da daneben treffen? Du hast sogar getroffen. Ja. Dein letzter Haufen. Wie viel sind es? 1652. Matthias, bist du zufrieden mit deiner Performance? Ja, es geht, es hätte besser sein können. Mit deiner Performance am Würstchen. Das ist ein Kackhaufen.
Ja, tatsächlich. Es ist auch schwieriger, als man sich das vorstellt. Ne? Oh, es gibt Werbung. Genau, ja. Es gibt gleich Werbung. Deswegen wollte ich nur noch die Zeit überbrücken. Bevor wir nämlich nach der Werbung sagen, wer diese Runde gewonnen hat. Wie wird es sein? Ich fürchte, es wird eng. Und dann haben wir natürlich noch das große Entscheidungsspiel. Aber das alles nach der Werbung. Bis gleich. Und da sind wir wieder zurück mit einem Ergebnis von There's Poop in My Soup. Und ich darf verkünden, der Chris, der hat gewonnen. Ja, in den Kackspielen ist halt besser. Ja, das. Nee, mit 3.903 zu 3.106 Punkten habe ich gewonnen. 800 Punkte. Ja. Tja, hast du verkackt. Um denselben Gag nochmal zu machen. Ja, das sind noch Kacke Gags, ja, komm. Die gehen immer. Gut, aber damit würde ich sagen, können wir noch einmal sagen, Just Shapes and Beats können wir leider nicht machen. Ja, hab danke, GEMA. Ja, habe ich nicht drüber nachgedacht. Naja, ja. Kommt vor. Dafür haben wir aber noch ein anderes Spiel. Es steht ja jetzt insgesamt 2-1. Mhm. Und wenn du dir eine Chance wahren möchtest, weiterhin mich besiegen zu können, müsstest du das jetzt gewinnen. Ja, kein Ding, mache ich. Gut. Aber was spielen wir denn? Das Spiel heißt Pogo Stuck Rage with Your Friends. Das große Finale bestreiten wir in der Frustfabrik Pogo Stuck Rage with Your Friends. Da ist die Aufgabe so simpel wie frustrierend. Auf dem Pogo-Stick so weit wie möglich von links nach rechts hüpfen. Saltos geben einen Boost, das war's im Endeffekt auch schon. Wer nach 5 Minuten weitergekommen ist, gewinnt die Finalrunde. Und damit's auch ein bisschen spannend bleibt, gibt's hier die doppelte Punktzahl. Ja, ursprünglich hatte ich ja 5 Spiele geplant, ne, und ich dachte mir, wenn es dann irgendwann 2-1 steht, schon nach dem dritten Spiel oder sowas. Dann könnte man damit noch. Genau, dann könnte man wieder auf 3-3 kommen oder sowas. Jetzt haben wir ja insgesamt nur 4 Spiele. Ist jetzt die Frage, wollen wir es so lassen und definitiv einen Gewinner haben dann? Oder sollen wir sagen, wir machen das jetzt ganz normal mit einem Punkt? Ich würde sagen, wir machen es ganz normal und im Zweifel gibt es dann Teil 2. Oder wenn wir noch Zeit haben, spielen wir nochmal was ein Entscheidungsspiel oder so. Aber lass uns jetzt erstmal. Mit einem Punkt machen. Dann machen wir erstmal wieder Schnick, Schnack, Schnuck. Ja. Um das Auswahlrecht. Stein verliert. Nie. Stein verliert. Verdammt! Okay. Wie ist deine Wahl? Soll ich anfangen? Willst du anfangen? Fang du mal an. Okay. Diesmal geht der Progress nicht ganz so schnell in diesem Spiel. Ey, vor allem. Da kann ich mir ein bisschen mehr was merken. Ich habe das schon mal auch für einen Game 2-Beitrag kurz. Das war ein Kuriositäten-Ding. Ja, und es ist so. Genau, jetzt muss ich einmal zurücksetzen. Wir sind wieder am Anfang. Und es macht einen wirklich rasend. Obwohl es, vor allem ist das so ein Spiel, man kann nicht transportieren, wie schwer das eigentlich ist. Oh, da hast du aber auch schon hier, also. Ja. Das, oh. Okay, habe ich zu viel gesagt. So. Alter. Okay, ich genau. Total verkackt, Leute. Das wird gar nichts. Ich habe das gerade für eine Minute gespielt. Und wir müssen noch die Zeit stoppen. Kannst du das nebenbei machen, Matthias? Ach, die Zeit stoppen, ja. Ich, genau, das haben wir jetzt nämlich gerade nicht gesagt. Ja, wir haben nochmal von vorne ankommen. Dann müsste. Wir haben uns nämlich dafür entschieden, dass jeder 10 Minuten spielt. Wer weiterkommt, hat dann am Ende gewonnen. Weil oben links sieht man ja diese kleine Prozentanzeige, die uns verrät, wie weit wir sind. Ich fange nochmal von neun an. Yes. Du zählst runter. 3, 2, 1, go. Okay. Jetzt hätte ich einen Stopp gemacht. Ich hätte natürlich auch Timer machen können, das wäre einfacher gewesen. Na. Jetzt muss ich halt auf die Uhr achten. Aber das schafft ihr auch. Das ist, es ist definitiv inspiriert von Getting Over It Bomb. Ja. Ja, das würde ich auch auf jeden Fall sagen. Für Arme würde ich aber nicht sagen. Vor allen Dingen, weil es allein schon Multiplayer hat. Oh, wo nein. Man seine Freunde wirklich hassen lernt. Man sammelt Erfahrungspunkte, man kann aufleveln. Das wäre auch neu. Also insofern, für Arme würde ich jetzt mal dahingestellt lassen. Dann könntest du ja auch sagen, Getting Over It ist nur ein, wie heißt es? Happy Hiking? Ich muss gestehen, ich habe hier absolut. Sexy Hiking. Sexy Hiking für Anfänger. Fortgeschrittene. Für Arme. So. Jetzt muss ich hier einen Salto machen. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Da sind wieder die Bananen. Die haben mir vorhin schon ein bisschen Glück gemacht. Oh Mann! Keine Sorge, es ist erst eine Minute. Ah! Ist den Kopf gestoßen. Ich bin zurückgehüpft. Und ganz zurück. Yes! Ah, schade. Vorhin habe ich immer den Fehler gemacht, dass ich Doppelsaltos machen wollte, was überhaupt nicht funktioniert hat. Das muss ich mir gleich echt abgewöhnen.
Boah, das war richtig das war geil. Pro Gaming hier. Kann man da überhaupt unten lang? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Jetzt erstmal oben versuchen. Aber die Sounds sind auch geil. Au, au. Oh Mann, ey. Sind das Ach, da sind Fliegen. Jetzt sehe ich sie. Gibt gar keinen Sinn, Fliegenschwärme, während es regnet. Ey. Na, komm. Ja, Fräulein, da kann man natürlich drüber diskutieren. Gut, kann man drüber diskutieren. Warum es solche Spiele überhaupt gibt, das ist doch pure Boshaftigkeit. Das ist, ey, wirklich. Also, ja, in so. Auf der einen Seite würde ich ja recht geben, auf der anderen Seite macht das natürlich auch genau diesen Reiz aus. Ne? Weil, wenn du es dann mal schaffst, fühlt es sich so gut an. Das ist natürlich, ne? Es ist kein Dark Souls. Aber vom Schwierigkeitsgrad her. Es fühlt sich gerade genauso an. Och Mann! Warum hab ich mit. Ja. Komm, ich kann mich nicht mal beschweren, weil ich hab's mir ausgesucht. Ja, ja. Das ist. Da! Juhu! Oh, komm schon, ey. Das. Okay, sammeln. Hier gerade. Salto. Nochmal. Das war geplant. Hier drauf. Da drauf. Nein, 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 nicht so weit. Yep. Oh, jetzt wird es schwierig, da einen Salto zu kriegen, um da hochzukommen. Ist doch ein Pro-Gamer. Und wieder runter. Oh, shit. Oh, Gott. Auf der Stelle. Ha? Oh, komm schon. Nein! Ah! Nein! Gott sei Dank. Ich glaube noch nicht mal, dass ich so weit komme, ey. Aber... Na gut, schauen wir mal. Warum? Also ey, der aktuelle Prozentsatz, ne? Nicht der aktuelle Prozentsatz zählt. Wenn man sich kurz vor Schluss nochmal zurückkatapultiert, wie ich gerade, dann. Gut. Oh. Das ist die Karriereleiter von Game 2. Ja, vertikal. So, jetzt aber. Nein, das war zu weit! Oh. Was? Wie hast du das war gemacht? Das stark. War das bockstark. Oh, shit. So. Winkel treffen. Nein! Ach du, nee, die Nachbarn unten, die haben sich schon mal schwer. Ja. Ist nicht so. Wie viel Zeit ist noch auf der Uhr? Boah, gleich die Hälfte. Oh, kein Stress. Das ist mal was für die Physik, man kann offensichtlich in 10 Minuten altern. Das habe ich. Ist das Physik oder Biologie? Oder beides. Zeit ist relativ. Oh, Alter, du! Also, man kann auch unten rum, sagt er. Was? Naja, wenn du wahrscheinlich über die Wand kannst du ja theoretisch auch hoch, aber. Oh ja, stimmt, man kann sich ja auch rückseitig. Trickier. Ah, okay, warte mal, ich kann bestimmt. Ah, guck mal. Ah ja, Pro-Moves ans Ding. Ach, scheiße. Aber einfacher ist es auch nicht gerade, ne? Nee, komm, das ist auch schwieriger. Oh. Ja, leicht ist halt so oben auch nicht, aber. Aber das habe ich wenigstens schon zweimal geschafft, so, da ist, ne? Das ist von der Kopf. Das ist das Fieseste, dass du oben halt mit dem Fokusstick auch bleiben kannst, um dann noch. Der war zu weit. Oh, ja, hätte ich wenigstens. Schafft er das so schon? Nee, ne? Ah, ah fast. So, ne? Ne. Oh, dammit! Okay, nochmal. Man wird auch immer unruhiger und immer ungeduldiger. Eigentlich macht man es nur noch schlimm mehr. Aber warte, das schaffe ich. Ich muss aber sagen, ein Geduldsspielchen, das kann ich auch gerne mal so einen Tag bringen, wenn ich mich dann irgendwie reinverbissen kann. Ne, die Geduld habe ich nicht. Das heißt Geduld, irgendwann ist dann so falscher Stolz, weißt du?
weiß auch nicht, ob ich. Wobei ich hatte es lang nicht mehr. Auf der einen Seite muss ich aber auch sagen. Na komm. Also ich habe ja vorhin gesagt, ich habe zu lange Pokémon gespielt. Das lag daran, dass ich einen Evoli farmen wollte. Das war eine 1%ige Chance, dass es auftaucht. Und ist es aufgetaucht? In den 4 Stunden, die ich danach gespielt habe, nicht einmal. Aber irgendwann ist man dann committed, weißt du? Dann kannst du natürlich sagen, so, okay, die letzten 2 Stunden waren jetzt für die Katze, ich gehe jetzt schlafen. Aber wenn ich jetzt, also wenn es jetzt kommt, dann war es ja alles wert. Und dann sitzt du da 4 Stunden. Und, naja, vor irgendwann ist halt der Punkt erreicht, wo man sich dann denkt, ey, ich kann nicht mehr zurück. Ja. Es wäre zu viel verschenkte Lebenszeit. Ganz genau. Aber irgendwann fällt man dann quasi in Ohnmacht. Aber ja, insofern, das heißt, sich da in sowas rein zu beißen. Ich wollte das ganz normale Evoli. Einfach auf Route 4. Ich dachte, das war so wirklich die letzte Sache vorm Schlafen gehen. Also du hast noch 3 Minuten. Wollte ich so, jetzt hole ich mir noch ein Evoli. Zum am liebsten ein weibliches. Und es kam einfach nicht. Mittlerweile habe ich eins. Ist dann am nächsten Tag irgendwann aufgetaucht. Ha! Knochen! Keine Sorge, du kommst wieder zurück. Nee. Ah, komm mal, der Berg ist ganz schön hoch. Ich glaube schon, das schaffst du. Ich glaube auch, ich schaffe das. Wieder runterzufliegen. Nein. Ah, nicht schlecht. Boah. Kann man sich gegenseitig behindern? Das weiß ich nicht. Hä? Okay, also, warte mal. Nein! Nein! So, und jetzt? Die armen Leute mit Kopfhörern, muss man sich. Ja, es tut mir leid. Es ist aber. Es ist wirklich äußerst nervend aufreibend. Alter. Okay, also hier runter, dann ein Rückwärtssalto auf diesen Nupsi und zack. Und weiter. Anderthalb hast du noch? Scheiße. Uah. Okay, warte mal. Erstmal gerade werden. Winkel anpassen. Und daneben springen. Sehr gut. So. Hä? Ach nee, komm. Scheiße. Nein! Doch! Links! Das andere links! Ja! Nein! Oh. Ja, Let's Go habe ich nicht gespielt, deswegen habe ich da leider keins bekommen. Oh, nee! Ich sag ja, du schaffst es doch wieder runter. Letzte Minute ist angebrochen. Komm. Oh! In der letzten Minute! Komm, flieg ich immer wieder zurück! Wieder nach links. Komm! Ja. Nein. So, wieder zurück. Und jetzt da hoch. Stark. Ja, 30 Sekunden. Ah. 20. Geh da rein! So. Ja, gut. Weiter wird's wahrscheinlich nicht rum. 10. Oh. 5. 4. 3. 2. 1. 19,1. Ja, weißt du, wie anstrengend das ist? Ich werde es jetzt erfahren. Hier ist Alter Schwede. Okay. Genau, da ist Reset. Du sagst 19,1 hatte ich, ne? 19,1. Du sagst Start. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Los. Alter Schwede. Es tut mir auch ein bisschen leid, dass ich dir jetzt so einen wohlig warmen, leicht feuchten Controller hinterlassen habe. Ach, ich will immer diese Doppelsaltos. Das ist total dumm. Vor allem, ich glaube noch nicht mal, dass der Doppelsalto einen höheren Absprung gibt. Die Leute fragen, welche Form vom Evoli magst du denn am meisten, Matthias? Boah, Leute. Solche Grundsatzfragen stellt ihr hier, während ich versuche, über eine Banane zu klettern. Sehr gut. Sehr, ja, hervorragend. Leute. Das läuft doch wie ein Länderspiel hier. Ich kann es noch nicht mal genau sagen. Ich glaube fast Aquana. Und ich habe bis jetzt nur dieses Feen-Ding. Also das finde ich irgendwie nicht so. Kamen da über die Jahre eigentlich auch neue dazu? Ja. Also ursprünglich fand es ja nur Aquana, Flamara und Blitzer.
Dann kamen Psyana und Nachtara dazu. Dann gibt es jetzt mittlerweile noch mehr. Ich weiß noch, dieses Feentier, was ich das gerade habe, das heißt irgendwie Fee... irgendwas mit Fee. Also das ist die Feenversion. Ey, der hätte doch drüber gehen müssen. Hätte, wenn und aber. Ja, komm. Stell dich mal nicht so an hier. Leute. Anderthalb Minuten sind da jetzt rum. Was soll das denn? Das doch. Wie soll man denn hier? Ich brauche mal. Okay, stopp. Ja, wenn eine Decke da. Ja, ist gar nicht so einfach, das ne? Das ist Kacke. Ich hab doch gesagt, das ist total dumm. Und vor allem, ey, man fühlt sich auch so dumm, ne? Weil man, ja. Man denkt sich auch, das kann doch nicht so schwer sein. Jetzt geht er doch. Ach, dummes Ding. Das ist doch ein Kacke. Wer hat sich das ausgedacht? Ich hab's mir ausgesucht, auf jeden Fall. Ach komm, on. Ich hätte gerne jetzt. Ich hätte gerne so einen Ghost von mir. Das wäre geil, wenn es jetzt. Aber der wäre ja schon viel zu weit weg, den sieht man ja gar nicht. Ja, ich bin mir unsicher. Das fühlt sich jetzt für dich vielleicht lang an, aber es sind jetzt knapp 3 Minuten rum. Ich hab hier gerade mal ein Hindernis. Ich weiß, dass. Nein, doch nicht darunter. Ich weiß, dass du die ersten 2 Hindernisse super schnell hattest, wo ich dachte, so, okay, keine Chance. Und ich hänge hier genau so, wie ich es gedacht habe, an dieser Banane. Ja, Winkel. Oh. Wie man diese Au, auch nicht mehr hören kann irgendwann. Oh, ich dachte gerade schon direkt oben drauf. Das wäre natürlich der Oberboss-Move gewesen. Ah, hier hast du damit länger gegangen. Ja. Alter. Alter. Okay. Du schaffst es? Nee, ich schaff's nicht. Weil das Spiel scheiße ist. Wenigstens regnet es nicht mehr. Alter. Alter. Ich glaube tatsächlich, ich muss da mit dem Salto. Also ich glaube nicht, dass er normal... Ja, ich krieg aber nicht den Salto, weil der ja im Weg ist. Oh. Ach, das war so klar. So, die Hälfte ist gleich rum bei dir. Aber ich war da, also ich war ja auch da bei der Hälfte, ne? Wenn du das jetzt... Ja, es ist ein bisschen auch ein Glücksspiel. Komm, ich versuch's mal mit dem Pro-Modus. Und wie fühlt sich das Leben als Pro so an? Ja, okay, vergiss es. Ich versuch's drüber. Das ist... Den dann auch wieder unter Kontrolle zu bekommen. Naja, zumal er halt auch, gar nicht so einfach zu kontrollieren ist, wenn er halt einmal in dieser Drehbewegung ist. Man muss ihn halt wieder abbremsen erstmal. Oh. Nein! Ach, Mann. Oh, das war wichtig. Oh. Das war wichtig. Ach, Freunde. Schickt mir eure Energie. Ah.
Ja, aber du. Ja, das sagst du so. Ja, was. Wie? Ja, vor allem, das ist das, was ich eben meinte. Ne? Jetzt ist nämlich der Moment, wo man lieber hektisch, random, schnell probiert. Ja, stimmt schon. Anstatt, ne, sich mal ein bisschen Zeit zu nehmen. Aber ey, ich hab's auch nicht hingekriegt. Wow. Ach, come on! Ach. Leute. Da, es kommt ganz viel Energie aus dem Chat für dich. Ganz viel Energie. Ah, das beflügelt mich. Das war wahrscheinlich für den Sprung da gerade gut. Vor allem dieses Spiel, irgendwann, es wird Folter. Wenn man's. Und jetzt stell dir vor. Unter Zeitdruck. Du musst einen Game-2-Beitrag machen. Und du willst nicht nur die ganze Zeit denselben Block zeigen. Und du musst irgendwie weiterkommen. Kann man da nicht irgendwas aus YouTube oder so? Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich kann's mir vorstellen. Okay, stopp. Guter Winkel, nein. Nicht am Stein hängen bleiben. Nicht am Stein hängen bleiben, habe ich gesagt. Oh, boah. Ja, das war doch gut. Aber warte mal, du hast. Ah, okay. Ja. Wie spät ist es? Du hast noch 2,5 Minuten knapp. Ein bisschen weniger. Ich glaube, du musst jetzt die Hacken hinterhauen. Oder den Stick in den Knochen oder wie auch immer. Jetzt geht er wieder nicht durch die Lücke. Wo hat er denn da den? Ach, sein müssen. Er ist auf jeden Fall ein kleiner Superheld. Das ist wie Pogo-Stick Spider-Man. Versuchst aber auch echt die coolsten Trickshots aller Zeiten, ne? Ja, wenn dann auch mit Style. Ja. Effektiv. Pah, cool. So. Es bringt dann zu gewinnen, wenn es aber scheiße aussieht. Ja, stimmt. Das stimmt auch wieder. Dann, wenn ich schon nicht gewinnen kann. Was zum Teufel? So. Ja, da ist er. So langsam. Da ist er. Aber ich fange schon mal an, mich entspannt siegesicher zurückzulehnen. Ich will nicht mehr. Ja, du hast noch weniger als eine Minute. Also ich sag mal. Ja, okay, komm. Ich kann mir schon mal den Lorbeerkranz. Ja, ja, ist okay. Wo ist denn der Lorbeerkranz? Ja. Haben wir den Lorbeerkranz? Nein, du warst hier vorbereitet. Ah, guck mal, rote Birne schafft's auch nicht. Rote Birne hat auf jeden Fall, glaube ich, inzwischen eine rote Birne. Davon ist auszugehen. Juhu! Gut, ja, 20 Sekunden, das willst du nicht mehr schaffen. Aber wenn ich jetzt loslege. Na gut. Komm, Miss Jut. Ja, Matthias. Bums, ja. Wir sind alle froh, dass das Elend ein Ende hat. Komm, machen wir mal Pause. Es war mir trotzdem eine Freude. Das heißt, ich habe das jetzt gewonnen. Warte mal, da muss ich doch mal glatt die Punkte nachzählen. Rechne nochmal nach. Hä? Das erste Spiel habe ich gewonnen. Mit 10 Sekunden. Mit unlauteren Mitteln. Aber ja, hast du gewonnen. Das zweite Spiel hast du dann gewonnen. Fair and square, ne? Neues Highscore, Top 100. Möchte ich mal kurz als Einzelleistung hervorheben. Das ist auf jeden Fall eine Leistung, die gibt keinen extra Punkt. Das vierte Spiel habe ich dann wieder gewonnen. Der ist Poop in my Soup. Und jetzt mit grandiosen 10% Unterschied zu 10,2% hast du. Hab ich das Ganze wieder gewonnen. Ja, das heißt, ich bin gerne der erste Gewinner der Game 2 Geschicklichkeitsmeisterschaft, was überhaupt gar keinen Fadenbeigeschmack hat, weil ich die Spiele ja auch ausgesucht habe. Muss ich mir jetzt ein Schnurrbart stehen lassen? Naja, du musst dich eigentlich nur das Kinn rasieren. Bitte nicht. Sehe ich aus wie 12. Oder kannst du das? Kannst du so einen mächtigen Schnurrbart wachsen lassen, dass der da noch rauskommt?
Gut. Ich habe nicht so viel Bartwuchs. Während Matthias noch über seinen Bartwuchs nachdenkt, oder wir, was wir vielleicht beim nächsten Mal spielen, wenn wir das wiederholen, würde ich sagen, bedanke ich mich bei allen, die bis hierhin mitgefahren sind. Thank you for choosing Rocket Beans TV today. Was, ja, das, was er sagt. Was anderes fällt mir nicht ein. Abonniert alle Game2-Kanäle, alle Rocket Beans-Kanäle und Game2. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.